Ich habe ein Gerücht über dich gehört. Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Entweder sagt, du bist schon natürlich. Of course. I was pregnant. Was. Oh. What about the other? Deadbeat dad? You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Okay, dann ist das bestimmt Logan. Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Okay, deswegen bestimmt der Brief von Logan und mit dem Geld, wenn sie Geld braucht, also war das Logan und nicht Zacharia. Oh, wir haben einen Eintrag, eine SMS bekommen. Je mehr ich schreibe, desto länger dauert's. Bin gleich da. Bye. Okay, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg. Und treffen uns mit ihm. Wo wollten wir uns nochmal treffen? Fuck this shit. Ey! That hurt. Damn, I better rewind. Jetzt dazwischen. Oh, oh. Warnen. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Oh. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Das ist ja cool. Wir haben einen Tagebucheintrag. BTW, wir sind keine Freunde. Ah, toll. By the way, ja, du blöde Kuh. Echt. Aber das ist doch ein... Davon können wir doch ein Foto machen, oder? Genau, das ist ein Foto, was wir gesehen haben als Skizze. So, wenn wir jetzt nämlich hier ins Tagebuch gucken. Hier, unter Fotos. Ne, warte mal. Episode 1 und genau hier. Also diese Situation haben wir jetzt fotografiert. Das heißt, es gibt noch mit einem Vogel, ein Eichhörnchen, Wohnwagen, Sonnenuntergang. Oh. Die Collage, die haben wir nicht fotografiert. Sollen wir nochmal reingehen? Wir gehen nochmal rein. Ich will mal gucken, ob wir die... Oh nein, wir kommen nicht mehr rein. Wir können das gar nicht mehr ändern. Na gut, dann müssen wir weiter. Vielleicht haben wir noch die Gelegenheit, davon ein Foto zu machen, aber ich glaube es nicht. Dann treffen wir uns jetzt mal mit Warren. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Ein Foto machen. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Okay, war das jetzt wirklich gut, ein Foto zu machen und nix nicht einzugreifen? Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Das war dumm. Das war echt dumm, oder? Leute. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Okay. Das war echt scheiße von mir. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business.
Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Was für ein Blödmann. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Das ist echt schwer. Das Spiel zeigt am wirklich, was wäre, wenn? Das ist so genial. Okay. Jetzt können wir den Campus betreten. Aber ich will auf jeden Fall versuchen, Gutes zu tun. Solange es zumindest geht. Ich hoffe, wir schaden uns selber nicht zu viel damit, mit den Entscheidungen, die wir treffen. Da hinten ist Warren. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Ja, das kann ich auch nicht leiden. Das ist echt das Letzte, was... Sowas... Ich weiß nicht, ihr könnt das bestimmt auch nicht verstehen, oder? Also die meisten... Ein vernünftig menschener Denk... Mensch... Ich weiß nicht, wie man dann andere... die mobben kann, also... Ich weiß nicht, ich komme da nicht hinter. Wenn man jemanden kennt und sich mit jemandem versteht und dann Witze zu machen über jemanden und der andere weiß, wie das gemeint ist, sowas, aber das, da ist halt auch eine Freundschaft hinter und da ist das was anderes. Aber Leute, nur Witze über sie zu machen, um sie runterzumachen, um sich selber irgendwie besser darzustellen, das ist schrecklich, oder? Ich weiß nicht, schreibt mal, was ihr davon haltet, aber ich finde das Wahnsinn. Und ich kann mich auch, wenn ich selber in so einer Situation bin, wo ich dabei bin und merke, jemand macht das richtig fies mit jemandem, ich kann mich da auch nicht zurückhalten, was zu sagen. How could Zach and Victoria do that to me? Oh, wir reden mal lieber mit ihr. Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Okay, sollen wir sie nicht stören, oder? Okay. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Okay, es war gut, mit dir zu reden. Aber ihr geht's auf jeden Fall sehr schlecht. Oh, was steht denn hier? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Okay, überall diese Flyer. At least Rachel Amber has people who care about her. Uns hier noch umgucken. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas, was Interessantes, bevor wir jetzt zu Warren gehen. Ich weiß nicht. Ich habe immer Angst. Bei dem Spiel habe ich jetzt irgendwie immer Angst, irgendwas zu verpassen. I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Okay. Ach du meine Güte, toll. Das ist, sowas meine ich mit Mobben, was auch nicht mehr lustig ist. Who toilet papers a bike? Sowas ist echt nicht lustig. Da schon wieder so ein Vermisst-Flyer. Na, Vollidiot. Und dann auch noch auf einem Behindertenparkplatz. Now this really pisses me off.
So entitled. Sorry, handicapped folks. My truck needs these two spots more than you do. Bastard. Wirklich Bastard. Sowas ist ja... Boah, da könnte man... Das Schlimme ist, den Wagen, den kann man noch nicht mal irgendwie... Der ist ja schon Schrott. Was für ein Arsch. Das ist doch bestimmt der Security-Mann, oder? Was hat denn da der da hinten drin? Oh. Damn, somebody is seriously devoted to putting up these posters. Okay. Echt komisch. Aber so parkt man nicht, auf jeden Fall nicht. Das geht nicht. Da ist doch der Wohnwagen. Davon gibt's doch auch eine Fotoskizze. That layer of dust is begging for my finger. Okay, dann zeichnen wir aber doch mal. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. Oh, ich glaube, wir werden beobachtet. I could use this picture for a series on Arcadia Bay Lots. Ob das jetzt gut war, dass wir das gemacht haben? Irgendwie war die Kameraperspektive jetzt ein bisschen unheimlich, dass wir von da hinten, so als hätte uns jemand beobachtet, dass wir das machen. Oh, was ist das? Ein Hündchen, hallo. That dog looks peaceful asleep, but if I get too close, Cujo. Okay, sollen wir es riskieren? Nee, es geht gar nicht. Wir können nicht näher, aber der sieht wirklich friedlich aus. Okay, wo ist Warren? Er denkt wahrscheinlich schon, wir sind total bescheuert, weil wir hier einfach so im Parkplatz laufen. And there's Warren. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Wirklich? Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. Du kannst zeichnen, aber wir wissen ja, dass er das gepostet hat. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw. Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Haben wir das gemacht? Sollen wir ja sagen, damit er sich gut fühlt? Oder die Wahrheit? Ich glaube, die Wahrheit ist am besten. Ich war beschäftigt. No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, drama queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Schau auf jeden Fall. Oh, da hinten ist ein Eichhörnchen, oder? Nie im Leben. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Die Satansweiber von Titzfield? No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Hm.
Soll ich ihm das erzählen? Aber der hält mich doch für bekloppt, oder? Ich weiß nicht, ob ich... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß noch nicht, ob wir ihm... Aber wahrscheinlich ist der vielleicht der Einzige, dem wir wirklich richtig vertrauen können. Außer vielleicht noch Kate. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For real, oh. Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw, now. Answer me, bitch! What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Komm runter. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Oh. Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Warren! Go! Go! I got this! Get in, Max! Toll, sollen wir den... Punk asses! Out of there now! Don't even try to run! Nobody! Nobody! Na toll. Aber er ist in Sicherheit. Der Security-Mann ist gerade gekommen. Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hoffentlich nichts. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Ich glaube schon. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Natürlich. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Ich wollte... Tut mir leid. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Wir hätten uns melden sollen. Ah, sie ist auf jeden Fall eine Rebellin. Oh nein. Broken. Oh man, are you serial?
Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Okay, das war schon gut, dass sie gekommen ist und uns gerettet hat von Nathan. Das hätte böse enden können, also das ist wirklich ein Psycho, der Kerl. Unglaublich. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Trautes Heim, Glück allein. Schickes Zimmer. Sehr viele Poster. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich Schluss für diese Aufnahmesession. Also das ist schon sehr spannend gewesen und ich bin gespannt, welche Konsequenzen die Entscheidungen der letzten Folgen alle hatten. Und ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso gehandelt hättet in den letzten Folgen oder ob ihr irgendetwas anders gemacht hättet. Also ich bin gespannt, mich fesselt dieses Spiel so richtig. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und wir haben Nathan nicht das letzte Mal gesehen und werden bestimmt noch einige Probleme kriegen. Also, ich sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession von Life is Strange, euer No-Dash-Bro. Ciao, Leute.